Okay. So, nicht wundern, im Video wird man nur mich hören und nicht dich. Und Ingame-Sound. Ja, ich müsste das jetzt einstellen, habe ich keinen Bock drauf. Aber auch rechtlich und so, dann brauche ich keine Angriffsfläche. Das passt nicht. Nee, das passt definitiv nicht. Aber, warte mal, warte. Bleib mal da. Ich habe Idee. Nein, ja, das passt nicht. Du guckst jetzt schon drüber, links und rechts und oben und unten. Geh auf. Ich bin bewusstlos. Sekunde. Ich stecke in deinem Raumschiff. Ich bin rausgefallen. Moment. Ich bin eben in dein Raumschiff reingebackt. Und muss jetzt. Ich habe keine Ahnung. Was machst du? Komm mal. Ja, ich muss da jetzt mal hin, leider. Du musst da mal wegfliegen. Damit ich wieder in die Carrack reinkomme. Ja, genau. Ja, genau. Warte, warte. So, pass mal. Warte, warte, warte. Das machen wir nochmal anders. So, ich mache jetzt die Luke nämlich zu und darauf landest du. Auf der Luke. Das könnte gerade so klappen. Das Raumschiff dürfte sich. Naja, gut, weil du gegengeflogen bist, wahrscheinlich hat sich das ein bisschen bewegt. Ja, das kann sein. So. Ich bin jetzt drin im Raumschiff, bin safe. Ja, ich hab Motor aus, deswegen. Ja, ich glaube, das ist besser, wenn du genau mit dem Gesicht hier zu mir fliegst, quasi. Ja, noch ein Stückchen weiter drehen, richtig? Das ist, glaube ich, einfacher denn. Weißt du, dann kannst du nämlich das Glas da oben, diese. Ja, genau, ne? So, ich kann dich auch ein bisschen jetzt kommandieren. Mach mal weiter nach rechts. Ich sehe dich gerade nicht, warte. Komm mal runter ein Stück. Ja, stopp, stopp, genau. Und jetzt weiter runter. Du drehst dich gerade ein bisschen, du neigst dich. Okay, warte mal, dann. Warte. Dann musst du kurz warten, dann laufe ich eben hinten raus. Ja, ich muss. Ja, ich muss halt fix mal eben den Motor anmachen und dann kann ich dagegen steuern. Das dauert einen Moment, bis ich da bin. La la la. Oh, Alter, die Wege. Ah. So. Soll jetzt stillstehen. Ich bleib jetzt auch drinnen sitzen und mach mal die Außensicht an. Kann ich dir vielleicht von außen, von der anderen View noch ein bisschen Kommandos geben, weißt du? Genau. Ach, da bist du. Das passt nicht. Das passt generell, glaube ich, nicht. Versuch mal zu landen. Ja. Aber ich könnte knapp werden. Mach mal Fahrwerk raus, bitte. Ja? Nee. Ach doch, ah, sorry, genau, falsche Seite geguckt, alles klar. Ja. Nee, das passt nicht. Die, das, das, das.
Das kann nicht klappen. Wenn du das Video siehst, dann weißt du, was ich meine. geil. Genau, du musst hinten weiter runter. Stopp, 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 stopp. Genau. Jetzt musst du, warte, mach mal vorne die Spitze hoch. Ja, klar, du bist nicht ganz. Warte, warte, weiter, 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 weiter. Stopp! Stopp, 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 genau. Oh, perfekt. Schade, zu weit. Jetzt vorne wieder runter. Geil, genau so. Stopp! Perfekt. Und jetzt nach vorne fliegen. Ja, super. Stopp, stopp, stopp. So, und jetzt musst du. Du bist noch nach rechts geneigt. Du musst ihn nach links neigen. Ja, perfekt, genau. Zu weit, ein Stück zurück. Zu doll. Aber ich. Ja, ja, oh, super. So. Und jetzt stehst du quasi mit den Vorderdingen drauf. Nee, du, ja, genau. Du stehst jetzt vorne, dein Dings steht, der einzelne. Wie heißt denn das? Die Kufe, die steht auf der Carrack. Die anderen beiden hängen leider in der Luft, weil das Ding zu breit ist. Ja, aber. Genau, genau, das meine ich. Das Blöde ist, dass. Nee. Nee. So anderthalb vielleicht. Ja. Genau. Es könnte passen jetzt. Ja, genau, das wirst du nicht hinkriegen. Du siehst, es passt halt nicht. Aber wollen wir trotzdem mal eine Runde fliegen so? Wollen wir machen? Ja, okay. Ja, mach mal aus, genau. Okay. Ja, du schwebst durch die Gegend. Warte, ich hab da was dagegen. Nee. Wollen wir mal gucken, ob wir den Panzer spawnen können irgendwo? Sollte jetzt offen sein. Keine Ahnung, das kann sein, dass die das irgendwann mal bauen oder so. Also, ich hatte auch. Hinten ist eine. Ja, es kann sein, ja, das weiß ich gerade nicht. Ich mach zu, ne? Ich mach zu, ne? Achso, okay. Okay. Ich jetzt kommst du aus so langsam. Jetzt kommst du auch so langsam in meinen Sichtbereich. Ich filme das alles, das ist schön, das wird lustig. Ups. Ich warte noch. Okay. Okay, alles klar. So. Ich möchte jetzt gerne. Ja, von der. Ich sitze unten im Dingsturm. Im. Nö, hab ich keinen Bock drauf gehabt. Ich sitze genau unter dir.
Ich dreh nur. Ich such nur was. Okay. So, Achtung. Ich dreh hin. So. Ja, die großen Schiffe haben das, ja. An? Du musst die Power anmachen. Ja. Check fire. Warning. Weapons is check fire. Check fire. Nee, es geht hier nur über die Gun-Turrets. Ja, mach weiter. Du bist ja, das Schild ist ja erstmal weg. Du hast eben eine zu lange Pause gehabt, dass der Schild sich wieder generieren konnte bei der Starrunner. Ja, ich weiß. Ja, das dauert, das ist richtig. Warte mal, ich guck mal, ob ich hier irgendwas einstellen kann. Mit der Power. Wieso? Das macht nichts. Hast du Crime Stat bekommen? Okay. Ja. So, wir fliegen jetzt mal hin und gucken, ob wir den Panzer spawnen lassen können. Das ist ja hier gleich auf der Ecke, mal gucken. Den du meintest, ja. Ich meine aber den hier. Das ist dann auf Dema, dann machen wir das. Dann gucken wir mal, dann müsste es gehen. Was, brichst du da immer ab, oder was? Warum bricht der immer ab? Da. Dim, 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 dim. Oh, ich hab nur noch drei. Du kannst das Raumschiff steuern von da aus. Ja, weil ich jetzt drin sitze, genau. Aber eigentlich geht das. So bin ich ja hergeflogen. Hm? Ja, ich glaube, du stehst da, ne? Ja. So, und jetzt sollten wir... Jetzt muss ich mal eben den richtigen Punkt suchen. Den nicht. Den auch nicht. Den will ich haben. Angeblich soll das nämlich bei diesen Mining-Dingen soll das nämlich gehen. Oh, ey. Machst du da oben irgendwas? Okay. Gut. Das ist. Sind wir kurz vor 100% bricht der immer ab. Das ist nicht lustig. Ich bin da eh. Genau. Du hast hier unten noch zwei weitere Sitzplätze. Für Co-Piloten. Genau. Ja. Zum Beispiel, ja, ne? Genau, das ist einfach nochmal so. Das. Ja, genau, das ist. Das weiß man auch nicht. Aber das ist auch das, was viele Leute geschrieben haben bei Reddit. Ja. Ja. Kannst du so einen Kopf oder so Trophäe von irgendeinem so Headhunter oder so kannst du da reinschmeißen, dann, ja. Stimmt, Alter. Oh, das war auch geil, das war sehr lustig, ja. Ja, es ist halt weg. Das ist ja nur erste Iteration von diesem persistenten Universum.
Die wollen das auch machen, dass du jetzt zum Beispiel diese Drehung wärst, dass du umkippst. Das soll auch noch kommen. Also, weil die Schwerkraft von dem Raumschiff und so. Ja, weiß ich nicht. Ist das so? Was passiert? Was passiert jetzt hier? Was passiert jetzt hier? Warum? Nee, ich weiß, wer es war. Alles gut. Ja, richtig. Das kommt auch noch. Also das Schachspiel ist jetzt auch die erste Iteration von dem. Von dem, ich habe eben aus Versehen die falsche Power runtergedreht. Ich wollte die von den Waffen wieder zurücksetzen auf den Standard. Und habe den falschen Dings gezogen, den falschen Regler. Ja. Da sieht man sich nicht und bist ein Vampir. Okay. Ja, das sind so die Details, mit denen beschäftige ich mich noch gar nicht so, weil das alles noch nicht implementiert ist. Also, ich habe letzte Woche gerade ein Video gehört, beziehungsweise ein Podcast von den Leuten, die das da bauen, und die haben erzählt, die wollen später, ganz weit in der Zukunft, soll das wirklich so sein, dass du dann wirklich mit 5 Leuten auf diesem Schiff sitzt und auch Leben und Essen bauen musst und also nicht richtig so die Leute verpflegen musst und so weiter. Dann hast du Leute, die ein Koch sind, Leute, die sich um die Küche kümmern und sauber machen und all sowas. Das soll wohl schon sehr, sehr immersiv werden. Also gut, aber der Typ ist krank im Kopf, glaube ich. Ja doch, mit 4 Leuten. Einer muss ja fliegen und die anderen müssen mit Schichtdienst und sowas alles, weißt du? Das ist richtig. Da muss man sich halt Leute suchen, die das können. Also, weißt du, wie ich meine, ne? Also. Ja, das ist sowieso der Plan dahinter, genau. Die ganzen großen Schiffe jetzt, das sollen sowieso alles Koop-Schiffe sein. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich habe gerade ein richtig krasses Déjà-vu. So, schon mal einpacken. Oh, nee. Oh, das ist nicht gut gewesen. Das war nicht gut. Du hast den ersten resettet, ne? Wohl irgendwie, warum auch immer. Oder was? Ach so, okay. Also ich finde das schon krass, die Raumschiffe. Die sind übrigens nicht so wie bei normalen Spielen, hast du einfach so einen viereckigen Kasten, wo du halt quasi die Textur rüberziehst. Sondern alles, was du hier siehst, hat auch wirklich den Raum, den es da beansprucht. Das ist wirklich auch so modelliert. Also die Fahrwerke würden dann quasi, die sind wirklich genauso modelliert, wie du sie hier siehst. Was denn? Achso, nee, die hat er. Die Frage habe ich nicht mitbekommen. Übrigens, für dich ein Tipp. Wenn du nachher zum Ausgang gehst, ne, geh nicht in die Cargo-Dinger rein hier, wo die Fracht nachher drin ist, ne? Geh da nicht runter. Es könnte sein, dass du nicht wieder hochkommst. Nee, durchlaufen ja, aber nicht runter. Du kannst auch noch runter mit dem Fahrstuhl, mit so einem kleinen. Wenn du die Kisten angucken willst oder so, weil ich bin da gestern rein und... Ja. 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 Zu Recht.
So, mal gucken, ob wir das Ding hier spawnen können. Alter, es macht keinen Spaß, Alter. Gib mir den Scheiß, Mann. Hier geht's auch nicht. So. Ich bin drin, du kannst losfliegen. Ich habe die Luke zugemacht. Überrasch mich. Ach so, ja, du musst hoch in Dings. Ja. Doch, kannst du. Du musst hinter der Karte Richtung Fenster gehen und da ist der Stand, wo du dich hinstellen kannst zum Fliegen. Ja, also du gehst gar. Nee? Ist die da nicht? Ist die da nicht? Okay. Ja, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass. Doch, ich meine, dass das da ist. Aber es, wie gesagt, das Schiff, ich blick da hier nicht. Das ist mir alles so unlogisch aufgebaut. Ich blick das nicht. Ah, okay, die Karte meinst du. Alles klar. Ich hab die aufgemacht, eben gerade. Ja. Und in der 890 Jump hast du das auch, ne? Nur noch größer. Und da steht ein Basketballkorb drin mit dem Basketball. So, ich mach mal das Video wieder aus und hau jetzt mir die Festplatte.